So, zurück, ab auf dem Weg in die U-Bahn. Und zum Ende, Pfandleiher. Du kannst ohne Mana keine Zaubersprüche wirken. Was ist das für ein Tipp? Ich habe keinen Mana-Balken, ich spiele gerade nicht LOL. Oh, okay, komm, ab in der Pfandleihe. Entschuldige, Mel, kann ich dich mal kurz sprechen? Hab grad Kundschaft. Ich komm gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Er sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass er es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Okay. Oh, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst also den Deal mit dem Rift klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Oh, ist der klein geworden. Ich sollte allerdings los, wenn ich's noch schaffen will. Ist der klein geworden? Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ist gut. Was sind denn für den Schuss machen? Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Wer flüstert Lüüüüt? Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Oh, schon wieder? Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ist gut. Ich muss den Exzellenz machen. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Ah, was haben wir denn hier? Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Nur eine Gasflasche. Überhaupt nicht geheimnisvoll. Erstmal mit Mel reden, damit es keine Missverständnisse gibt. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los. Ich habe noch immer nur das Gleiche gerade. Was ist das denn für einer? Er sieht irgendwie weggetreten aus. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Okay. Haha, du darfst nicht passieren. Haha, und Gandalf. Wahre Grüße kommt eben von innen. Ja, sagen gerade wir beiden, ne? Oh, ich muss dem doch da nur... Nö, der hört mir nicht zu, bis er fertig mit Reden ist. Aber die reden doch gar nicht mehr. Ich glaube, der will gerade nicht mit mir reden. Vielleicht später. Komm, probieren wir es nochmal. Nö, der hört mir nicht zu, bis er fertig mit Reden ist. Sieht nach Verkaufsunterlagen aus. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Was machen wir denn? Eine Dose Mercury Cola. Ist das Zeug nicht aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen worden? Geht nicht, der Kühlschrank ist abgeschlossen. Ich hab keine Ahnung, was ich so lange machen soll. Stellt sich also doch schwerer. Hey, Mr. Emerson, ich glaube, wir sollten uns nochmal über diesen Radiovorfall unterhalten. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Kopf... Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut, kein Stress. Really? Ein Wasserspender. So viele erfrischende Erinnerungen. Der gute alte Mr. Emerson. Immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ob wenn der so lächeln würde? Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Päckchen, die ausgeliefert werden sollen. Schätze ich mal. Ich kann doch nicht einfach mit allem reden. Stimmt. Ich wollte doch eigentlich greifen. Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist.
Na ja, gut. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Bank? Scheiß Bank. Nein, danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Das ist richtig. Ein Geldautomat. Kann ich nichts mit anfangen. Was ist das für ein Rohr? Das ist das Rohr, wo ich die vergammelte Zitrone gefunden habe. Stimmt. Sonst ist da nichts drin. Ich will also doch den Deal mit dem Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ist gut. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Die trage ich nicht rum. Aber irgendwas, was da... Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Also den Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Das macht Sinn, aber ich muss die richtige Stelle finden. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Loch. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Okay. Schade. Was nehmen wir dann? Also geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Ja, sicher. Ja, die Uhr stellt nicht. Und zu einem sehr guten Probier's Preis. Gerade, aber... Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Wenn du das für eine gute Idee... Aber entspann dich. Ja. Du hast noch viel Zeit. Müssen wir vielleicht noch was verbinden oder so, weiß ich nicht. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Das ist keine gute Idee. Einfach mal ein bisschen probieren zu verbinden, ne? Du kannst also den Deal mit dem Wrestler machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Wenn du das alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Der Figur kann ja nicht. Ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Haben wir hier irgendwas anderes zum Stellen hier? Dann müssen wir wohl suchen. Kanalisation hatten wir doch auch. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Kannst du da nicht runtergehen? Nein. Ich werde kein einziges meiner Körperteile in das Loch da stecken. Geht ja auch nur um deinen Finger und nicht um den... was haben wir denn noch? Haben wir nicht viel. Ich kann doch jetzt nicht ohne Gas da wieder zurück. Hydrant. Manchmal juckt es mich echt mal Feuer zu legen, nur um zu sehen, ob diese Dinger überhaupt einen Zweck erfüllen oder einfach nur dumm rumstehen. Ich denke mal, nein. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Puh. Warum nicht? Ausprobieren. Da mit dem das Bolzen. Ist keine gute Idee. Ja. Ich werde sicher keinen Kaugummiautomaten kaputt machen. Warum nicht? Machen doch alle. Meinst du einfach austauschen?
also den Deal mit den Riffs klar machen? Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Erstmal mit Mel reden, damit es keine Missverständnisse gibt. Ich sag dir das Gleiche. Ahnung, aber entspann dich. Ach, die leere Flasche kann ich nehmen. Ist alles noch unter Kontrolle. Cool. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden... Da habe ich gerade einen interessanten Hintergedanken. Das ist keine gute Idee, denke ich. Dieses Mal wirft er vielleicht seinen Monitor nach mir und das ist ein Röhrengerät. Bist du eben auch reingegangen. Ach komm. Okay, jetzt habe ich eine Flasche. Eine leere Flasche. Ja. Kann man die nicht irgendwie auffüllen? Toll. Ja. Gute Frage. Ich muss da noch irgendwie die Gasflasche kriegen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ich glaube, der will gerade nicht mit mir. Okay, was haben wir noch? Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Standpunkt? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden still. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Haben wir irgendwas, was da draufstehen können? Es wird nicht klappen. Den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Irgendwas mit dem Wie spät Wurm ist machen, es? Aber... Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Raffel. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, Cola, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Nee. Ja, aber... Der ist zu dünn, hat er gesagt, ne? Du kannst also den Deal mit dich machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Aber was... Die ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Haben wir nicht. Wie spät ist es? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden still. Batterien kann ich da auch nicht nehmen. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Okay, das wird interessant, ja. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Ein Stück Draht vom Entenbügel. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Da habe ich gestern mein Sandwich schon eingewickelt. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Ein schwarzer Eiding. Aber entspannt. Total vertrocknet. Du hast noch viel Zeit. Wie hat Betty damit nur ihre Kreuzworträtsel gelöst? Was ist mit der Konkurrenz? So, das ist die alles Zeit. Noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Gib ihm doch die Zeit. Ich will doch keine Ahnung. Also den Okay, ich komme gerade nicht weiter. Ich könnte nur nach Hause oder da zum Med fahren. Hier kann ich auch nicht rein. Weil da sagt er das. Das ist keine gute Idee. Genau. Mit dem will er auch nicht reden. Die will doch keiner haben. Hätte sein können, dass er die haben will. Oder irgendwas anderes, was wir dem geben können. Das behalte ich lieber. Die Form davon hat sich ganz schön verändert.
Oh, ja, man muss einfach mal ausprobieren, ne? Du kannst also den Deal mit dem Rift klar machen. Na sicher. Ich hoffe, das klappt jetzt pünktlich auch. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings nein? los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel nicht Zeit. Nicht mehr sehr elastisch. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Was ist mit der Konkurrenz? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, ich glaub nicht, die Orphans dass das hinhaut. Und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Das ist keine gute Idee. Wenn du das für eine gute Idee... Hey, irgendwas muss ich dann noch verbinden können. Du kannst also das den Deal klappt mit den noch nicht so ganz. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Aggressiver. Sollte allerdings los, Hammer, wenn ich noch schaffen will. Verändern will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Geht der nicht an Iso, der ist total vertrocknet. Ist alles noch unter Kontrolle. Hm. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Ja, das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Ich will hier ja weiterkommen. Du kannst also den Deal mit dem Rift klar machen. Na sicher. Was sagt der dann nochmal? Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Seid nicht in der Ruhe. Soll ich da meine Finger reinstecken? Was ist mit der Konkurrenz? Warum nicht? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies. Alles probiert, was ich habe, ne? Nein. Okay. Das ist keine gute Idee. Nein. Okay. Mit dem Draht kann ich da auch nicht. Das macht keinen Sinn. Naja, schon. Hast du das mal ausprobiert? ja. Ich hab keine Ahnung gerade. Irgendjemand eine gute Idee? Puh. Rostige Rasierklinge, Figur, Edding, Bolzen. Ja, die U-Bahn-Karte sowieso nicht. Verkehrskegel, faulige Zitrone, Zeitung, Klebstoff, Geldbeutel, Batterien, Fernbedienung. Ja, theoretisch müssten wir jetzt nur an die leere Gasflasche, also an eine volle Gasflasche kommen. So, das heißt, wir müssen ja eigentlich die Uhr verstellen. Das ist eigentlich... Ist irgendwo für mich hier logisch. Also den Deal mit den Rifts klar machen. Na sicher, pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, Uhr, wenn ich es noch schaffen will. Gasflasche, wie spät Fuß. Ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Das du hast noch viel Zeit. Das Drive-Schwert. Schätze, das braucht er nicht mehr. Was ist das mit kann der ich nicht rumtragen. Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ich habe keine Ahnung, wie wir die Uhr jetzt... Du kannst also den Deal mit den Rifts klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Ich bin nur ein Kurier. Wie spät keine ist Ahnung, es? Wie man das wieder hinkriegt. Aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Blöd. Blöd. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen was zu kombinieren, aber... Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und das ich glaube nicht, ich... dass die Lassies Probleme machen. Gut zu, ist doch schon auch... Das ist kein... Das kann ich nicht... Das kann ich nicht... Ich glaube... Du kannst also den Deal mit dem Rift klar machen. Ah. Na sicher. Hey, dann mach ich doch alles und dreckig. Zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Keine Ahnung. Was ist mit der Konkurrenz?
wirklich keine Ahnung. Darunter will er nicht. Da rein will er nicht. Man kann von hier ins Büro schauen. Hm. Oh. Ich könnte Metz Wohnung, ich könnte meine Wohnung. Weiß ich nicht. Ist noch der Verrückte. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Ja. Okay, da ist nichts Neues. Dann gehen wir nochmal rein. Ich denke nicht, dass das klappt. Ich denke... Ach so. Okay. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Nichts von uns. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt okay. Hardcore. Was für ein komisch. Er hat gerade das Geschäft seines Lebens gemacht und trotzdem sieht er aus, als wäre jemand gestorben. Ich habe meine gute Tat für heute getan. Außerdem glaube ich nicht, dass er mir noch mehr geben will. Okay, hier können wir auch nichts weiter, glaube ich. Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Nichts für mich drin. Hm. Andere sind nur die ganz Tauben da. Nichts von Interesse. Das sollte ich lieber lassen. Die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Okay. Ja. Keine Ahnung. Probieren wir es beim Metz Wohnung. Und ob wir das jetzt mal hinkriegen, weil ich habe noch keine Idee, seht ihr in der nächsten Folge.